Naja, wahrscheinlich ist es einfach... Das ist nicht wahr. Mir ist echt, das sollten Sie mittlerweile wissen. Würde ich sonst sowas anziehen? Na schön. Gut, dann zeig's mir eben nicht. Es ist nur... Ich weiß wirklich nicht, was das hier soll. Ehrlich. Ich wollte nur sehen, ob du da Bilder von Columbus drin hast. Sie wollen mir also helfen, ihn zu finden? Schätze schon. Ich habe tausende Flyer in der Nachbarschaft verteilt. Ich habe sogar eine Belohnung ausgesetzt. Hast du denn Bilder von ihm auf deinem Handy? Ich benutze das Ding nicht zum Bilder machen, klar? Okay. Was für ein schöner Tag, huh? Ja, wunderschön. Hoffen wir mal, dass kein Arschloch vorbeikommt und ihn verdirbt. So sieht's aus. Es ist fast schon Regenzeit. Ja, aber das Wetter so in letzter Zeit war schon idyllisch, oder? Naja, ich hab's lieber kälter, wissen Sie? Wenn man sich in sein warmes Bett kuscheln kann, die Decke bis oben hochgezogen und... Genug, es reicht. Gott, Schluss mit der albernen Scharade. Was zur Hölle ist Ihr Problem? Ach, nur, dass mir das Wetter und Decken scheißegal sind. Ich wollte nur dein Vertrauen gewinnen, aber so geht das nicht. Sieh dich doch mal an. Ich kann mit jemandem, der so angezogen ist, nicht über das Wetter reden. Es widerstrebt meiner Natur. Tut mir leid. Es tut Ihnen leid. Ja, pass auf. Reden wir über was anderes, okay? Über was anderes reden? Fahren Sie zur Hölle. Und da sagen die, ich wäre verrückt. Aber mal im Ernst. Hauen Sie schon ab. Kann ich mir mal... Haben Sie kein eigenes? Ich will... Was? Komm schon. Ich bin nicht so der... Naja, wahrscheinlich ist es einfach nur so... Das sollten Sie mit... Na schön. Gut. Es ist nur... Robert? Hey. Kein Aber. Okay, oh. Ich glaube. Sturer Bock, würde ich sagen. Aber mal gucken, was Alan dazu sagt. Alan! Alan! Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir einfach mal zur Sci-Fi-Con. Oder nee, zu Clayton's Cave. Mal gucken, was es da noch so gibt. Weil ich will noch ein bisschen Zeug sammeln und dann zur Sci-Fi-Con. Seitengasse. Fass ich nicht. Okay, okay, okay. Hey, Elaine. Wie läuft's? Ach, weißt ja. Immer beschäftigt. Hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber in der Sekunde, in der ich dich heute gesehen habe, dachte ich mir, ich rede mal etwas mit Elaine. Du weißt, dass ich echt gern mit dir rede, aber du hast mich gerade in einem ungünstigen Moment erwischt. Ach komm schon, Elaine. Was ist mit der nervigen Kellnerin passiert, die ich so schätze? Die, die immer mit mir reden wollte. Weiß auch nicht. Du weißt es nicht? Was ist denn das für eine Antwort? Was soll ich denn sagen? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Echt jetzt, Randall? Du sagst die ganze Zeit furchtbare Dinge zu mir und das ohne besonderen Anlass. Aber das ist doch nur Spaß und ich habe dich den ganzen Tag noch nicht beleidigt, oder? Tatsächlich siehst du besser aus als je zuvor. Danke, Randall. Aber heute möchte ich irgendwie wirklich nicht mit dir reden. Okay, ist ja gut. Jeder hat mal einen schlechten Tag. Naja, wir sehen uns. Okay, ich lass dich mal weitermachen, Elaine. Ach, da ist... Ein paar Billardkugeln. Nicht jetzt. Mal gucken, ob Pater Roy... Es sollte wohl klar geworden sein, dass Pater Roy nicht der Gesprächigste ist. Das ist Pater Roy, eine lebende Legende. Die nehme ich nicht mit. Ach. Der Fleck ist weg. Hat sich so gereimt eigentlich. Contra oder Probotector?
Ich brauche gerade keine Streuwaffe. Power up. Und wenn ich das runterschmeiße? Das wäre echt ultra übel. Und wenn ich das runterschmeiße? Okay, dann würde ich sagen zur Sci-Fi-Con. Es gibt nichts, was ich hier sonst machen könnte. Sci-Fi-Con! Also irgendwie, muss ich sagen, verändern sich manche Dinge wirklich ziemlich stark, mit Tag für Tag. Am ersten Tag war Elaine, nun, ich weiß nicht, da war sie jetzt nicht so wirklich die Beste, also so vom Aussehen her. Da hatte sie ja noch mehr oder weniger so einen ziemlichen Steinbruch an Zähnen. Am zweiten Tag war es schon besser. Und jetzt, mal gucken, was am vierten Tag dann ist. Hier, ich muss dieses Päckchen abliefern. Hier ist der Schein. Das beweist noch gar nichts. Die Adresse hast du doch sicher selbst geschrieben. Könnte sein, zugegeben, aber so war's nicht. Sie sind sehr... Wenn das mit uns beiden je was werden soll, müssen Sie mir schon... Ich kenn dich nicht mal. Oh, das reicht jetzt aber. Können Sie lesen? Haben Sie das in der Schule gelernt? Na, du arbeitest also für Emerson Express. Okay, sieht alles in Ordnung aus. Dann mal rein mit dir. Wurde auch Zeit. Gott, ich hätte mich schon vor Stunden einfach reinschleichen können, aber ich plaudere einfach so gern mit Ihnen. Komm schon, geh einfach rein. Ja, okay, chill mal, Mary. Voll aggressiv. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Mortimer. Ich glaub's nicht. Bist du das, Morty? Ist das ein Kostüm oder siehst du einfach so aus? Bezahlst du eigentlich irgendwann mal deinen Teil der Miete? Ich weiß, Morty, du liebst teures Spielzeug. Immerhin unterschreibe ich ja jedes Paket, das du bekommst. Also zwing mich nicht, drastische Maßnahmen zu ergreifen. Verdammt! Der Bastard ist einfach zu schlagfertig. Ah, schön zu sehen, dass du mal unter deine Leute kommst. Stiller Nerd, irre Nerd, stilvoller Nerd, super Nerd, der coole Hotdog-Verkäufer und Mel. Und Mel's Giraffe. Das Zeug ist sein Gewicht in Gold wert. Das ist so viel Zeug. Ich würde mal sagen, an der Stelle speichere ich mal kurz. Und zwar hier. Und dann reden wir mal mit Guten mehr. Morgen. Was gibt's? Suchst du was Bestimmtes? Nicht wirklich. Dann hör auf, meine Zeit zu verschwenden, Kleiner. Als wenn sich mit dieser Freakshow rumärgern nicht schon genug wäre. Du bist also noch dick im Geschäft und suchst nach interessanten Sachen? Klar doch. Aber heute bin ich nur für das Geek-Zeugs hier. Weißt schon, Shirts, Comics, Miniaturen, Actionfiguren und aller Kram. Also, hast du kein Interesse an einem Teleskop-Entenbügel? Mit diesem Baby ist nichts mehr außerhalb deiner Reichweite. Ich hatte gerade ein Déjà-vu. Und nein, kein Interesse. Heute geht es nur um Merchandise. Ja, ich bin auch kein großer Fan der Szene. Warum bist du dann hier? Arbeit. Willkommen im Club. Was muss, das muss und so. Bla, bla. Ja, außer ich hab einen Kater. Dann steht Ausschlafen ganz oben auf meiner Liste. Aber heute musste ich hier sein. Geht um Leben und Tod. Mir war einfach nur langweilig. Hätte nie gedacht, dich hier zu sehen. Glaub mir, ich auch nicht. Aber mein Schwager hat gesagt, es wäre eine gute Gelegenheit, meinen Horizont zu erweitern. Neue Kontakte knüpfen, kennst das ja. Mir war langweilig, also bin ich hergekommen. Aber alles, was ich hier sehe, ist eine Bande Nerds, die nichts kaufen oder verkaufen. Ja, ihre Mütter haben ihnen wahrscheinlich gerade genug Taschengeld für ein oder zwei Actionfiguren gegeben.
Da musst du wohl mit klarkommen. Ja, ich verstehe das schon. Aber ich hoffe, die Leute kaufen bald irgendwas. Es wird spät und ich fange an, die Geduld zu verlieren und das macht mich nervös. Und wenn ich nervös werde, fange ich an, Mercury-Cola zu trinken. Und wenn ich Mercury-Cola trinke, passieren Dinge. Schlimme Dinge. Ich hoffe, ich bin noch da, wenn das passiert. Tja, dann... Ich werde mal weiter. Gut für dich. Reden wir nochmal in dem Turn-Hotdog. Hey, hey! Ah, wie kann ich helfen? Verkaufst du noch irgendwas außer Hotdogs? Nein, tut mir leid. Ich hatte auch Krabbensaft, aber der ist alle. Ah, Mist. Ach, ich weiß. Alle Arschlochkinder trinken das heutzutage und ich habe einfach keinen mehr. Ist echt eine Schande. Na dann, man sieht sich, denke ich. Denke ich auch. Ich will meinen Hotdog umtauschen. Ich will niemand vergiften. Jedenfalls nicht heute. Hey, Kleiner! Ach, komm schon. Ich wollte nur einen kleinen Schluck. Von meinem Scheißkoffer? Du spielst wohl. Hau ab! Okay. An wen geht das Päckchen eigentlich? T-Shirt? Und es steht drauf, ich war auf der Sci-Fi-Con und bin nicht mal Jungfrau? Was soll ich denn jetzt damit? Schätze, ich könnte die ausliefern. Aber Scheiß-Shirts ausliefern? Wie konnte es nur so weit kommen? Sowas will doch keiner. Sowas will... Oh, ich rede nie mit diesen Leuten aus. Es muss unbedingt sein. Und das sehe ich nicht passieren. Oh. Okay. Hey, wenn das nicht der letzte Sohn Kryptons ist. Der einzig wahre. Hier, ein gratis Shirt für dich, Kryptonia. Nicht so eilig, Freund. Was steht denn drauf? Da steht drauf, ich war auf der Sci-Fi-Con und bin nicht mal Jungfrau. Astrein. Damit werden die Leute endlich nicht mehr denken, dass ich nur ein dummer Nerd bin. Das kannst du nicht sagen, während du dieses Kostüm trägst, Alter. Keine Sorge. Das ziehe ich zu dem Swamp-Thing-Kostüm an. Großartige Idee. Das ändert alles. Hier ist dein Shirt. Metropolis-Kid, danke dir, mein Freund. Was kann ich als Gegenleistung für dich tun? Naja, ich habe ein wenig Angst vor dem, was du tun könntest, ehrlich gesagt. Keine Sorge, Mann. Bist du vielleicht ein schönes Paar Nunchakus? Seit wann benutzt der Mann aus Stahl der Nunchakus? Willst du sie oder nicht? Ja, ich will sie. Na dann, hier, bitte. Oh, aber das ist doch nur eine scheiß Angel. So sehen halt die Nunchakus auf Krypton aus, okay? Naja, wie auch immer, Kumpel. Danke und jetzt hau ab. Jetzt hau ab, er kommt zu ihm her. Ja, hier ist ein T-Shirt. So, hier ist ein T-Shirt. Und dann so, ja, hau ab. Hey Gordon, willst du dich nicht für immer an den Tag erinnern, an dem du hergekommen bist und dich zum Idioten gemacht hast? Wenn ja, brauchst du dringend eins von diesen Shirts. Was, du magst sie nicht? Komm schon, die sind echt lustig. Okay, verstehe schon. Dr. Freeman spricht nicht. Was? Nein, ich war nur in Gedanken. Oh, worüber hast du denn nachgedacht? Ich habe versucht, die ungefähre Anzahl der Leute zu berechnen, die die Scheiße aus mir rausprügeln würden, wenn ich jemals so ein Shirt anhätte. Ich fürchte, das Risiko wäre es nicht wert. Echt? Du gehst doch mit diesem Kostüm schon ein hohes Grundrisiko ein. Ja, so ist das halt. Aber mit dem Shirt benutzen sie dann vielleicht auch Messer. Das Risiko gehe ich nicht ein. Hm, macht Sinn. Wow. Wow. Er macht kein... Was? Anti-Etablissement? Wie geht's, Travis? Willst du eins von diesen coolen T-Shirts? Wer ist Travis? Lass mich raten. Das ist ein Taxi-Driver-Kostüm, oder? Natürlich. Hab niemals den Film gesehen, aber das Outfit gefällt mir. Mit dir werde ich nie wieder reden. Und ein Shirt kriegst du jetzt auch nicht. Aber ich... Du bist Abschaum. Auf Nimmerwiedersehen. Oh, ich rede... Mir ist gerade nicht nach... Hier kann man Kuchen kaufen. Ich werde das... Second-Hand-Bücher. Oh, ich rede nie mit... Was hat Travis mit Zeit? Ich bin sicher, der schläft sogar in dem Aufzug. Oh, ein richtiger...
Erinnert mich an irgendwas, aber... Massiver Metallriese. Ich habe keine Ahnung an was. Hey, Alter, willst du ein Convention-Shirt? Sind doch gratis. Ich will ja dein Ego nicht zerschmettern, aber das ist nicht das erste Mal, dass mir heute ein Shirt angeboten wird. Oh, diese Stimme, okay. Dieser Aufzug, das steht legendär. Hör zu, mein Freund, such in deinem Paket nach meinem Shirt. Es ist das, auf dem böser schwarzer Mann steht. Was? Sag noch einmal was. Ich warne dich doppelt, du kleiner Schwanzlutscher. Alter, ich so ein Shirt habe ich nicht. Das tut mir leid. Wir sehen uns dann, Alter. Ich esse keine dreckigen Viecher. Ja, schon klar. Okay. Wow. Du hast Stil, mein Freund. Würdest du gern noch mehr davon haben? Es fällt mir schwer, das zu glauben. Niemand hat mehr Stil als Alex. Oh, da täuschst du dich, Kumpel. Alex würde noch stylischer in einem von diesen Babys aussehen. Ich würde lieber Milch mit abgelaufenem Drancrumb trinken, als den Scheiß zu tragen. Was auch immer. Wusste, dass mit dir reden reine Zeitverschwendung ist. Zeitverschwendung? Nein. Ich inspiriere Leute, schlechte Dinge zu tun. Wow. Hey, Randall, komm mal her. Was treibt dich denn her? Sollte ich dich nicht umlegen, wenn ich dich je auf einer dieser Conventions sehe? Nein, das war Matt und der ist schon tot. Also, was ist mit deinem Finger passiert? Tja, das war ein kleiner Unfall. Hast du ihn dir abgeschnitten? In etwa, ja. Aber der Doc hat ihn wieder angenäht bekommen. Ach Mann, das war deine Chance, mal den Roboterfinger zu tragen, den Matt dir zum Geburtstag geschenkt hat. Zunächst mal, das war nicht mein Geburtstag, sondern die Beerdigung meines Cousins. Zweitens, er hat ihn mir nicht geschenkt, er hat ihn mir an den Kopf geworfen, als ich die Grabrede gehalten habe. Und drittens, das war kein Roboterfinger, sondern ein Chicken Stick. Oh, echt? Tut mir leid, mein Gedächtnis ist nicht mehr das, was es mal war. Tja, wie geht's? Naja, hab nicht viel verkauft. Aber die Atmosphäre ist gut. Ja, man kann kaum einen Meter gehen. Überall heiße Schnecken. Ja, ich weiß, es sind nicht viele Mädchen da, aber wenn sich doch mal einer an meinen Stand verirrt, habe ich einen kleinen Trick, um ihr die Knie weich zu machen. Große Worte. Glaubst du wirklich? Heilige Scheiße, großer Gott! Glaubst du wirklich, damit kriegst du eine rum? Natürlich. Ich habe sie aus einer Legierung gefertigt, die ich Adamantium genannt habe. Oh, der Name ist also von dir, ja? Mann, da ist die Inspiration ja so richtig mit dir durchgegangen. Yep, ich weiß nicht warum, es überkam mich einfach. Tja, dann, wenn das der Plan ist, schrei doch einfach zerstören, wenn du sie ausfährst. Sichere Sache. Hey, das gefällt mir. Ja, so wie Wolverine, so. Wie viel für den hässlichen Ring? Mehr, als du dir leisten kannst. Das weißt du gar nicht. Randall, ich kenne dich sehr gut. Und glaub mir, der Ring ist weit über deiner Kragenweite. Ich könnte dasselbe über dich und die Schauspielerin von Super Zuckerschnecke sagen. Tiefschlag, Alter, Tiefschlag. Weiß ich, aber egal. Ich bin nicht hier, um über deine Gefühle zu reden. Ich bin geschäftlich hier, also raus damit. Wie viel für den blöden Ring? Eine Menge, Randall. Wir reden hier von einer astronomischen Summe. So groß, dass du nicht mal... Oh, entschuldige, Charlie. Was sagtest du? Wie viel hast du da? Ganz ehrlich? Keine Ahnung. Hab mit zu viel Geld angefangen. Jetzt ist es vielleicht ein bisschen weniger, aber ich gebe dir das ganze Bündel für den Ring. So einfach ist das nicht. Dieser Ring ist vielleicht der wertvollste Gegenstand der ganzen Convention. Ich kann ihn nicht einfach dem erstbesten Typen geben, der mit einem Bündel Geld rumwedelt. Oh, Charlie, bitte, ich flehe dich an und du weißt, wie sehr ich flehen hasse. Ich muss diesen Ring kaufen. Das ist sehr wichtig. Ach, armer Randall, du benimmst dich ja, als wenn sonst die Welt untergeht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Du kannst losgehen und noch mehr Kohle auftreiben, oder? Mich überraschen. Oh, ich könnte dich auf so viele Arten überraschen, aber dann würden die Leute die Cops rufen. Außerdem, wo soll ich denn noch mehr Geld herbekommen? Ich weiß, ich benutze den Namen manchmal, aber ich bin nicht Donald Trump. Es gibt viele Wege, schnell an Geld zu kommen, Randall. Du kannst auf den Strich gehen, was klauen, deinen Körper für medizinische Experimente anbieten. Mach, was du willst. Sieh mal,
Wir kennen uns nun schon seit Jahren und auch wenn ich dich nie als Freund betrachtet habe, ich würde dir den Ring gerne überlassen. Es ist offensichtlich, dass du verzweifelt bist, auch wenn ich nicht ganz verstehe, warum. Ich verstehe ja selber nicht, warum ich das alles mache. Ist ein schmutziger Job, aber irgendwer muss ihn ja machen. Pass auf, wir machen das so. Besorg mir Geld und der Ring gehört dir. Ich verspreche, ich werde ihn nicht verkaufen, bis du mehr Asche aufgetrieben hast. Wenn du bis Sonnenuntergang nicht hier bist und ich ein gutes Angebot bekomme, muss ich ihn verkaufen. Deal? Deal. Warte einfach hier. Ich besorg mehr Geld und wenn ich dafür Nonnen ausrauben muss. Nonnen. Ich hab dich letzte Nacht im Claytons gesehen. Oh, ja. Naja. Ich war da, meine Sorgen ertränken. Was ist los? Hast du rausgefunden, dass deine Internetfreundin ein Kerl ist? Nein, Alter. Wonder Comics hat Captain Red abgesetzt. Echt? Warum das? Hat sich nicht so gut verkauft in letzter Zeit. Naja, das ist halt so nach über 35 Jahren auf dem Markt. Nein, er ist der größte Comic-Superheld aller Zeiten. Ich bin mit ihm aufgewachsen. Er war immer für mich da, wenn es mir schlecht ging. Außerdem, jetzt wo Super Zuckerschnecke sein Sidekick ist, machen sie grandiose Team-Ups. Okay, Charlie, jetzt mach dich nicht nass. Ich versteh's. Die Welt braucht einen Captain Red. Wie hat er nochmal seine Superkräfte bekommen? Oh, das ist eine faszinierende Geschichte. Sein Name war Tim Willer. Er war ein normaler Junge, der Paintball liebte. Er war nicht besonders gut und hatte keine vernünftige Ausrüstung, aber er hat nie aufgegeben. Also war er ein Loser. Er war nicht so begabt wie der Rest, etwas schwach für sein Alter. Und er hatte immer einen gelben Trainingsanzug an, statt Tarnklamotten. Klar, dass sich die anderen über ihn lustig gemacht haben. Eines Tages, als er genug davon hatte, ständig nur verarscht zu werden, entschloss er sich, die Kapitänsuniform seines Vaters zu tragen. Unglücklicherweise entging ihm, dass es eine Paradeuniform war mit Hut und Abzeichen und so. Oh mein Gott, was für ein großer, fetter Loser. Das Match fand in einem verlassenen Industriepark statt, aus dem man einen Umschlagplatz für radioaktiven Abfall gemacht hatte. Angespornt durch die Uniform trat Tim Willer in den Kampf voller Adrenalin. Doch noch immer vergebens. Sie lachten ihn noch schlimmer aus als je zuvor. Tim war drauf und dran, mit gleicher Münze zu antworten, aber bevor er etwas sagen konnte, prasselte ein Hagelsturm von Kugeln auf ihn ein. Nach und nach färbte sich seine Uniform rot, von unten bis oben. Nur sein Hut blieb verschont, denn der erste Paintball riss ihn von seinem Kopf. Während er beschossen wurde, stellte er mit Bedauern fest, dass selbst seine eigenen Kameraden auf ihn angelegt hatten. Als es endlich aufhörte und alle Tim umringten, während er sich unter Schmerzen wand, setzten sie ihm seinen Hut wieder auf, noch immer gnadenlos lachend. Dann packten sie ihn und stopften ihn in ein altes Fass für radioaktiven Müll, das sie prompt einen Hügel hinunterwarfen. Was sie nicht erwarteten war, dass das Fass explodierte und den ultimativen Rächer hervorbrachte. Einen Rächer, der nun bereit war, die Scheiße aus ihm rauszuprügeln. Unglaublich. Der junge Tim Willer existierte nicht mehr. Captain Red wurde geboren. Mit seinen übermenschlichen Kräften, seiner nun radioaktiven Paintball-Knarre und dazu verdammt die Uniform bis in alle Ewigkeit zu tragen, beschützte er seitdem die Gerechten und bestrafte die Grausamen. Wobei er manchmal etwas über die Stränge schlug. Cool. Kann ich mir den Comic mal ausleihen? Captain Red Ausgabe 1? Keine Chance. Ich bewahre es in einem geheimen Tresor auf. Wow. Der soll der Freund von Super Zuckerschnecke sein? Niemals. Naja, sie arbeiten zusammen. Ha, was für ein Loser. Wie alt ist Super Zuckerschnecke eigentlich mittlerweile? Ist das wichtig? Ja, also ich bin mir gerade nicht mal sicher, ob sie noch in ihren 40ern ist. Deine Meinung. In dem Unterwäschekatalog von 1972 wird Super Zuckerschnecke als Frau ihrer Zeit beschrieben. Und um ehrlich zu sein, wenn man sich auf den Stil konzentriert, sieht man das auch. Trotzdem. Selbst du kannst nicht leugnen, dass sie immer noch total heiß aussieht. Ja, das stimmt schon, aber das liegt vielleicht daran, dass sie eine Zeichnung ist. Was meinst du damit? Super Zuckerschnecke hat immer noch Oberwasser, aber Captain Red... Was genau ist das Problem mit Captain Red? Naja, wie gesagt, mit ihm wird einfach nicht mehr so viel Geld gemacht wie früher. Ja, aber das ist doch normal. Zeit vergeht und die Leute haben es satt, dasselbe immer und immer wieder zu sehen. Das soll normal sein? Captain Red ist auf seinem Zenit. Er ist in einer beinahe festen Beziehung mit Super Zuckerschnecke und sein Erzfeind Moose Man ist fast besiegt. Für immer.
Mooseman? Du meinst den Typen, der Schokomousse aus seinen Händen schießt? Meine Fresse, Charlie. Sogar seine Feinde sind lahm. Hey, ganz vorsichtig. Das ist meine Lieblingssaga, von der du da redest. Wähle deine Worte weise und denk an meine ausfahrbare Klaue. Oha, ja. Würde die nie vergessen. Ah ja, okay, Mooseman. Aber ich sehe gerade auf die Uhr, wir haben 23.20 Uhr. Und ja, ich nehme an sich schon eine Stunde auf und ich werde jetzt dann an sich auch pennen gehen. Ich speichere an der Stelle jetzt. Und dann würde ich sagen, bewertet die Parts, je nachdem wie sie euch gefallen haben. Kommentiert, was ihr kommentieren könnt. Lasst gegebenenfalls ein Abo da und natürlich Sunbros. Praise the Sun. Yo, und bis zum nächsten Mal.